Ganz herzlich willkommen bei Gut gelebt. Heute ist Montag, der 16. Januar. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben für Sie wieder viele spannende Themen vorbereitet. Zum Beispiel geht es um die häusliche Pflege. Seit dem 1. Januar gibt es eine Gesetzesänderung, die werden wir gleich hier im Studio diskutieren. Und außerdem haben wir für Sie folgende Themen. Politisches Mainz. Am 11. März entscheiden die Bürger, wer der neue Chef im Rathaus wird. Wir stellen die Bewerber vor. Und kulturelles Mainz. Am kommenden Wochenende starten die Jazztage in der Showbühne. Mehr zum hochkarätigen Programm bei uns. Am 11. März sind die Mainzer aufgerufen, ihren neuen Oberbürgermeister zu wählen. Wir stellen Ihnen bei Gutenberg TV die Kandidaten vor. Heute Michael Ebling von der SPD. Schön, dass Sie da sind, Herr Ebling. Hallo. Wie geht es Ihnen denn so mitten im Wahlkampf? Sind Sie erschöpft oder noch munter, frisch bei der Sache? Mir geht's gut. Anstrengend ist das schon, das ist keine Frage. Viele Termine, viele Gespräche, eine Menge Druck. Und nebenbei habe ich auch noch einen Job, den ich ja auch noch erfüllen muss. Aber ich bin aufgeräumt, denn ich habe ja ein Ziel vor Augen. Und das ist ein bisschen wie beim Sport. Wenn man losläuft, will man gewinnen. Und Sie sind ja auch bei den Bohnebeiteln, Mombacher Bohnebeitel ganz heißen genau, die so, engagiert, ja. Protokoller sind Sie. Haben Sie denn da überhaupt noch Zeit dazu? Den Protokoller setze ich dieses Jahr aus, ganz bewusst, weil ich finde, das passt nicht so ganz, wenn man selbst Kandidat ist und dann geht man in die Bütt und dann sagen die Hälfte im Saal, ach, das macht er doch nur, weil er jetzt kandidiert. Stimmt zwar nicht, ich mache es schon seit vielen Jahren, aber egal, da haben wir gesagt, für den Verein ist das gut, ich glaube für mich auch ganz gut, wenn ich dann pausiere. Aber trotzdem bin ich in der Fasnacht aktiv, das legt man ja nicht ab. Und was haben Sie jetzt als Kostüm vor dieses Jahr? Oh, bei dem Bohnebeitel ist das einfach, da ist man als Komiteemitglied in so einem bunten Frack, da muss ich mir nicht viel Gedanken machen. Und so für die anderen Sitzungen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da guckt man, was man so im Laufe der Jahre im Schrank noch alles angesammelt hat. Da findet man noch, da entdeckt man manchmal sogar noch Sachen, die sind ein bisschen älter, aber bei der Fasnacht geht das. Jetzt ist ja die Stadt Mainz seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest was die Oberbürgermeister betrifft, fest in der Hand der SPD. Gibt einem das Rückenwind oder macht einem das großen Druck? Ich glaube, so eine Wahl ist immer wieder ein Termin für sich. Eine Direktwahl heißt in erster Linie eine Persönlichkeitswahl. Dass ich Sozialdemokrat bin, das verhehle ich nicht. Das weiß auch jeder, der sich in Mainz mit Kommunalpolitik auseinandersetzt. Dazu war ich schon mal Ortsvorsteher und Sozialdezernent in dieser Stadt. Und trotzdem sage ich, der Oberbürgermeister kann und muss mehr schaffen, als die eigene Partei zu integrieren oder zusammenzuführen. Und deswegen stehe ich eben auch als Mainzer für eine solche Wahl auf der Plattform von sozialer Gerechtigkeit, aber natürlich schon mit dem Anspruch, weit darüber hinaus auch Menschen zusammenzuführen. Das wird auch das wichtigste Ziel für die kommenden Jahre sein. Was macht denn einen Mainzer Sozialdemokraten aus? Na, den Mainzer erstmal, ich glaube, den Herz- und den Kopf-Mainzer, das bin ich von Geburt an. Ich glaube, den Sozialdemokraten macht aus, dass man weiß, dass jede stadtentwicklungspolitische Entscheidung auch tatsächlich eine soziale Dimension hat. Ich habe als Sozialdezernent mitbekommen, wie wichtig es ist, dass wir in den Fragen von Kindertagesstättenausbau mehr tun. Da gibt es heute noch eine Menge zu tun, denn noch immer schaffen wir es nicht, gerade bei den unter Dreijährigen in Mainz die Angebote zu bieten, die wir brauchen. Da geht es mir um die Frage, wie wir Migrantinnen und Migranten besser integrieren in der Stadt. Das ist nicht nur eine Frage von verbesserter Willkommenskultur, sondern auch, ich glaube, von einer Chance, dass wir erkennen, dass Vielfalt eben bereichert und uns auch stark machen kann. Das sind für mich im hohen Maße auch Themen, von denen ich sage, ein gutes soziales Koordinatensystem wird helfen bei der Stadtentwicklung. Alles das, was Sie gerade genannt haben, Stadtentwicklung, da braucht man natürlich auch Geld. Die Finanzlage ist aber schlecht. Was wollen Sie da tun? Finanzlage ist schlecht, ist noch die diplomatischere Formulierung. Aber ich wollte nicht gerade desolat sagen. Aber was Schlimmeres wollen wir jetzt auch gar nicht sagen, obwohl wir es, glaube ich, genauso empfinden. Die Stadt Mainz hat insbesondere ein Einnahmeproblem, kein Ausgabeproblem. Manche denken, wir geben so viel aus. Das wird nicht der Punkt sein. Selbst wenn wir alle freiwilligen Leistungen, das heißt immer so schön, zusammenstreichen würden. Es würde nicht reichen, das strukturelle Defizit zu beseitigen. Das heißt, strukturelles Defizit, was ist das genau? Das heißt, dass wir zum Beispiel alleine für die sozialen Aufgaben an Pflichtleistungen, die uns durch Bundesgesetze
aufgedrückt werden, mehr zu bezahlen haben, als unseren Einnahmen originär zur Verfügung steht. Soziale Aufgaben sind? Zum Beispiel Kosten für die Unterkunft, zum Beispiel die klassische Sozialhilfe, Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung. Das sind Millionenblöcke im Etat, die entstehen nicht durch die Kommunalpolitik, sondern die werden durch Bundesgesetze gestaltet, ist sinnvoll, um Menschen sozial abzusichern. Genau, aber müsste Ihnen als Sozialdemokrat ja auch besonders am Herzen liegen. Und liegt mir auch am Herzen. Nur das Blöde ist, wir bekommen es sozusagen von denen, die die Gesetze machen, vom Bund, nicht in irgendeiner Weise kostenmäßig auch erstattet oder werden in die Lage versetzt, es aus eigener Kraft, sondern wir haben dann wiederum kommunale Steuern, die gar nicht ausreichen und die niemals, sonst würden die Leute in die Knie gehen, so hoch sein können, dass sie das ausgleichen. Also hier gibt es noch eine Menge zu tun, die Finanzsituation verbessern. Wie will man das denn lösen? Wie? Das lösen Sie natürlich in zweierlei. Einmal immer auch mit einer eigenen Kraftanstrengung. In Mainz sind wir gerade dabei, so etwas zu machen wie einen kommunalen Entschuldungsfonds. Das heißt, uns auf Dauer von einer erheblichen Menge von Altschulden zu befreien, über 500 Millionen, bedeutet umgekehrt, dass jeder noch ein bisschen mehr auf den Tisch legen muss. Das ist die andere Seite der Medaille. Das Zweite ist, sich dafür anzustrengen und auch politisch zu verwenden, dass wir auch eine andere Form von Gemeindefinanzierung bekommen. Da ist die Bundesebene natürlich am Ende gefragt, aber den Kampf nehme ich gerne mit meinen Freundinnen und Freunden auch politisch auf. Wenn die Kassen knapp sind, geht ja meistens die Kultur zuerst mal flöten über die Wupper. Was wollen Sie da machen, kulturell gesehen? Erstmal das sichern, was wir haben, denn ich glaube, das kulturelle Erbe der Stadt ist gigantisch und wir merken es ja, wo ist das Engagement besonders groß, zum Beispiel dann, wenn es ums römische Mainz geht, also Geschichte in Mainz fasziniert. Erhalten heißt, dass wir das, was wir an kommunalen Angeboten haben, auch wirklich weiter finanzieren können. Natürlich auch aus eigener Kraft. Stichwort Staatstheater. Und beim Staatstheater wäre es mir wichtig, dass wir diesen Leuchtturm, denn so sehe ich es, auch für den Kulturbetrieb erhalten. Andere schlagen vor, 3 Millionen zu kürzen. Das ist nicht mein Weg, sondern ich will schauen, dass wir eine vielfältige kommunale Landschaft und kulturell reiche Landschaft in dieser Stadt behalten. Jetzt wollen Sie sich ja auch sehr stark für Integration einsetzen. Buntes Mainz, habe ich gelesen. Was soll das heißen? Na, Buntes Mainz heißt auch zur Kenntnis zu nehmen, diese Stadt mit 200.000 Einwohnern, das ist nicht ganz die Metropole wie Berlin. Aber es ist eben auch die Landeshauptstadt. Es ist eine Stadt mit vielen Studierenden. Wir haben eine unglaublich junge Bevölkerung. Wir haben eine Stadt unterschiedlichster Lebensstile und Lebensweisen. Und ich glaube, ein Bild zu vermitteln, das bedeutet, wer diese Stadt als Heimat wählt, egal wo er herkommt oder wo er hergekommen ist, aber für diese Stadt stehen will, der muss die Chance haben, sich einzubringen. Und ich glaube, das begreift inzwischen jedes Unternehmen. Die Unterschiedlichkeit auf einen Punkt zusammenzuführen, ist eine unglaubliche Stärke. Und das wäre mein Bild für die Zukunft von Mainz. Das ist bunt, das ist vielfältig und das erkennt die Chancen, die darin liegen. Das ist ja schon mal ein schöner Ausblick, aber wenn diese bunte Vielfalt unter Fluglärm leidet, nächstes Stichwort, ist das natürlich nicht so toll. Allerdings ist das wahrscheinlich ein Thema, da sind Ihnen auch ziemlich die Hände gebunden, oder? Kann man da wirklich was bewegen? Also ich glaube, man kann eine Menge tun. Es passiert zum Glück eine Menge. In erster Linie gibt es Bürgerinitiativen, die regelmäßig aufrufen zu demonstrieren. Das würde ich gerne weiter unterstützen. Ich gehöre selbst inzwischen zu diesen regelmäßigen Demonstranten. Fällt mir nicht so schwer. Ein Teil meiner Jugend war Demonstrationen gegen Aufrüstung in Deutschland. Also da kommt ein bisschen Sozialisation wieder zum Vorschein. Ich glaube, dass es darüber hinaus wichtig ist, dass wir eine eigenständige kommunale Fluglärmstrategie entwickeln. Es ist eine Menge passiert in Mainz. Ich habe nicht zu kritisieren, was bis jetzt an kommunaler Politik gegen Fluglärm passiert ist. Aber wir haben eine veränderte Situation seit der neuen Start- und Landebahn. So wie es jetzt ist, ist es ja teilweise für die Menschen der blanke Horror. Die gehen auf dem Zahnfleisch, wenn da 8-10 Tage hintereinander, je nachdem wie die Windrichtung gerade ist, diese Dinge einem fast ja zum Greifen nah übers Haus donnern. Und ich meine, da muss man einfach nochmal einen Zahn zulegen. Wir müssen gucken, wie wir auch neue Bündnisse finden. Ich höre inzwischen aus Kreisen der Wirtschaft, die sagen, nein, so kann das mit Fluglärm nicht mehr weitergehen. Ich erlebe Gewerkschaften, die sagen, ja, wir sind für Arbeitsplätze, aber ich glaube, jetzt ist eine Belastungsgrenze weit überschritten. Und ich glaube, Oberbürgermeister wäre mein Ziel, dass wir es noch auf breitere Füße stellen. Ich glaube schon, ein großer, breit angelegter Widerstand bringt irgendwann auch mal eine Fraport dazu, umzudenken. Herr Ebling, zum Schluss noch eine persönliche, kleine, kulturelle Frage. Mögen Sie Jazz? Oder erwischen Sie mich jetzt? Jazz, da bin ich gar nicht so versiert. Ich bin mehr so dieser Radio-Mainstream-Hörer. Bei uns geht es nämlich jetzt weiter mit Jazz. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Ebling. Auf jeden Fall noch viel Kraft für Ihren Wahlkampf. Danke. Wir werfen jetzt schon mal einen Blick auf die Mainzer Jazztage, die vor der Tür stehen.
Geräusche, Klänge, Gesang. Alles, was sich mit der Stimme machen lässt, präsentiert die Formation Slicks bei den Mainzer Jazztagen in der Showbühne. Das Berliner Ensemble gilt als eines der besten in Deutschland. Der A Cappella-Groove unverwechselbar, die Bühnenshow einmalig. Und sicherlich war das auch ein Grund, warum der Kabarettist Lars Reichow gemeinsam mit Slicks im Staatstheater die Premiere seines neuen Programms auf die Bühne brachte. Yes, to be home, I'm back Doch das Sextett ist längst nicht alles, was das Festival am kommenden Freitag und Samstag zu bieten hat. Weitere Hochkaräter werden zu sehen und vor allem zu hören sein. Am 20. und 21. Januar finden die Mainzer Jazztage statt. Wir werden jetzt mal besprechen, was uns da alles erwartet. Bei mir zu Gast im Studio sind Matthias Krüger von Klangraum Mainz und Sebastian Wagner von der Showbühne. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Was werden denn eigentlich die Highlights des Programms sein? Es gibt eigentlich nur Highlights. Wie das immer so ist, muss man als Veranstalter auch so sagen, ist ja ganz klar. Also es gibt, wir haben das ja ein bisschen reduziert, wir hatten früher 4 Bands am Abend, jetzt sind es 3 Bands pro Abend, weil die Zuschauer auch oft gesagt haben, boah, die vierte, wir schaffen es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, es ist zu laut, zu viel, zu schnell. Jetzt sind es 3 Bands pro Abend und es sind alles 3 wirklich Leckerbissen. Sollen wir die sagen, schnell die Namen nennen? Also, das geht los am Samstag. Ich habe hier ein extra nur Ding mit, weil man 3 Bands am Abend ist schon zu viel. Ja. Ich bin 54. Das fängt an. Die geistigen Kapazitäten so ist es vielleicht ein bisschen nach. Aber es gibt den Zettel, genau, wie man es im Fernsehen ja auch so hat, mit so einem Freitag, The Hip, Daniel Guggenheim, ein super Saxophonist aus Darmstadt, der aber in der ganzen Bundesrepublik und Europa bekannt ist, mit einer Formation, mit einer sehr guten Rhythmusgruppe, ganz tolles Ding. Dann kommt Tilman Höhn und Marius Merz, das ist ein Duo. Da kommen wir gleich auf Jazz oder nicht Jazz zu sprechen. Die singen eigentlich Popsongs in einer jazzigen Art und Weise, das heißt nur Gitarre und Gesang. Und es ist ein Sänger, der beim mehrfachen Anhören einem einfach auch Gänsehäute singt. Und sowas finde ich immer toll, wenn so jemand einfach nur mit seiner Stimme was bewegen kann und Emotionen rüberbringt. Das ist klasse. Und dann spielt Klima Kalima. Das ist ein finnischer Gitarrist, der in Berlin lebt und dort ein Trio hat. Klima Kalima, die sind Träger des Deutschen Jazzpreises in Mannheim geworden, vor 2 Jahren, glaube ich. Und haben eine super Band zusammengestellt, ein toller Gitarrist. Dann kommen wir schon zum Samstag. Das fängt an mit Alberto Menendez Quartett. Das auch besteht eigentlich aus nur tollen Musikern. Eine interessante Besetzung, ein Schlagzeuger, ein Organist, ein Pianist, der auch noch mit einem Laptop ein paar vorgesampelte Geschichten reinspielt in die Musik und ein Saxophonist. Also eine ganz spannende Geschichte. Aber schon auch ein bisschen eine Überforderung, oder? So viel Jazz auf einmal? Nein, das ist toll. Es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben auch im Programm extra darauf geachtet. Vielleicht gerade gehört beim Freitag, es gibt also Band, dann Gesang, Gitarre, dann Band. Und so ist es auch am Samstag. Menendez fängt an, dann kommt Slicks, hatten wir gerade im Vorspann was gehört von. Ist reine A Cappella-Band, die machen die ganze Band nur mit Gesang, mit den Mündern, unglaublich tolle Nummer. Und als Abschluss dann Ali Neander, der spielt mit dem Helmut Hattler, der bei Kran einer der besten Bassisten Deutschlands ist, mit der Band Kran schon Musikgeschichte geschrieben hat in Deutschland. Und die machen so richtig nochmal das Brett. Irgendwie. Da wird es laut und fetzig und das ist schön. Dann wacht man wieder auf. Da wacht man nochmal auf. Herr Wagner, wie kam es denn eigentlich zu der Zusammenarbeit mit der Showbühne? Das findet ja in Ihrem Haus statt. Ja, ach, das war am Anfang ganz witzig. Wir haben in den ersten 2 Jahren sehr, sehr viel Jazz veranstaltet. Und wie es halt bei so Jazz war, irgendwann saßen die 2 von Klangraum dann da, irgendwie 4 Leute auf der Bühne, 20 im Publikum und irgendwie haben die beiden dann gemeint, ach das ist doch schön, da könnten wir doch mal irgendwas machen, den Saal so ein bisschen füllen und dann kamen wir ins Gespräch und dann war das erste Klangraum, die Klangraum-Jazz-Tage irgendwie geboren und dann ging es immer weiter und diesmal schon das 5. hintereinander. Herr Krüger, Sie sind ja musikalisch vorbelastet, jetzt mal ganz gelinde gesagt. Also Sie verdienen auch mit Musik Ihren Unterhalt. Was machen Sie da eigentlich genau? Ihren Unterhalt, Ihren Lebensunterhalt natürlich. Sehr gut. Soll ich jetzt
was für eine Unterhaltszahlung. Unterhaltszahlung, lassen wir mal beiseite. Lebensunterhalt, also es ist Ihr Job mit anderen Worten, das wollte ich sagen. Nee, klar. Wir sind in der privilegierten Situation. Wir, sage ich, das sind meine Kollegen Martin Wester, Bernhard Hering. Wir haben zusammen den Klangraum gegründet, beziehungsweise die beiden Kollegen gegründet. Ich bin seit 15 Jahren jetzt dabei schon, den gibt es inzwischen seit über 25 Jahren, den Klangraum. Das ist ein Filmmusikstudio. Wir machen Musik fürs Fernsehen, für Dokumentationen hauptsächlich. Und das ermöglicht uns eben auch Jazz, wo wir eigentlich herkommen. Wir haben alle drei in Jazz und in Rockbands gespielt früher, haben uns was dort kennengelernt. Haben Sie gespielt und was entwickelt. Spielen Sie? Ich spiele Bassgitarre hauptsächlich. Jazz ist ja jetzt nicht gleich Jazz. Das ist ja eine riesige Bandbreite. Manche Leute denken, das ist ein furchtbares intellektuelles Geschwurbel. Keine Harmonien, Free Jazz mäßig, grauenhaft kann man nur 30 Sekunden sich antun. Andere denken wieder an was Melodisches. Eben haben wir nochmal andere Beispiele gehört, A Cappella Gesang. Das ist ein ganz, ganz breites Feld. Wie kommen Sie denn zu Ihrer Auswahl? Ja, die Auswahl ist eigentlich so, dass wir sagen, das muss uns gefallen. Und ich habe es gerade schon gesagt, es gibt Musiker, die singen einfach und dann kriegst du eine Gänsehaut. Und es gibt Bands, die spielen laut und wild. Und es ist trotzdem toll, es packt einen einfach. Und das muss es. Wir müssen alle drei, die wir die Macher sind vom Festival und auch den Sebastian, den betrifft es im Prinzip mit so einem Schwall hinterher, der dann sagt, oh, das war ja wieder Wahnsinn. Und wenn wir uns unterhalten über das Programm auch. Also das heißt, es muss uns einfach gefallen. Es muss uns berühren, die Musik. Und dann ist das Spektrum, wie Sie schon sagen, riesig. Also ich finde, Jazz ist ein Begriff für einfach, sagen wir es locker, gute Musik. Es gibt natürlich auch sehr puristische Jazz-Festivals, was auch seine Berechtigung hat und ganz toll sein kann, wo man sagt, er darf nur Kontrabass und da müssen nur und keine Elektronik und so. Ganz toll, auch ganz schön, aber für uns ist das Ding einfach ein riesiges Spektrum und offen. Und das ist auch, denke ich mal, für die Gäste das Interessante, dass wenn man drei Bands am Abend hat, dann kann man davon ausgehen, dass mindestens eine Band dann doch irgendwie das abdeckt, was man auch erwartet und was man gerne hören möchte. Also es ist noch nie vorgekommen, selbst bei sehr puristischen Freunden oder auch Leute, die lieber Rock oder so Popmusik mögen, dass sie nach so einem Abend gesagt haben, da war so gar nichts für mich dabei, sondern irgendwas wird bei drei Bands große wohl dabei Bandbreite. Sein. Eben. Herr Wagner, gibt es noch Karten und wann geht's los am Samstag? Es geht jeweils um 19.30 Uhr los. Wir machen eine Stunde vorher die Kasse auf, halbe am Stunde Freitag vor. Und Samstag. Freitag und Samstag. Ganz genau. Jawohl, Freitag, Samstag. 19.30 geht das Ganze los und es gibt noch Karten für Samstag. Allerdings sollte man sich noch ein bisschen sputen, denn da wird es langsam knapp. Herr Wagner, Herr Krüger, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Ihrem Jazzfestival. Viel Erfolg auch damit, dass viele Leute kommen. Mhm. Dankeschön. Danke. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Veranstaltungstipps. Jazzbühne meets Middle Ages. Unter diesem Motto steht die Jazzbühne am kommenden Freitag in der Fruchthalle Kaiserslautern. Mittelalter, Renaissance und Barock, das international preisgekrönte Ensemble Ricci Capricci spielt auf originalgetreuen Nachbauten alter Instrumente. Gespielt wird unter anderem mit der Viola da Gamba, der Rahmentrommel und der Blockflöte. Diese Jazzbühne verwirklicht historisch gesehen den weitesten Brückenschlag zwischen Mittelalter und modernem Jazz. Karten kosten zwischen 8 und 12 Euro. Genießen Sie Jazzbühne meets Middle Ages am 20. Januar um 20 Uhr in der Fruchthalle Kaiserslautern. Nähere Infos auf fruchthalle.de. Bertha und Martha, zwei ledige Schwestern, die ihr Leben, den Haushalt und sogar das Ehebett ihrer Eltern teilen. Sie leben in nicht offenkundiger Harmonie in ihrer Stube, in der die Zeit seit einigen Jahrzehnten stillzustehen scheint. Wie immer liegen sie auch in dieser Nacht zusammen im Ehebett, aber sie können nicht schlafen. In derselben Nacht erhalten drei kosmische Engel von ihrem Chef einen wichtigen Auftrag. Sie müssen noch vor Sonnenaufgang für Bertha und Martha ein Musikstück einstudieren. Der Haken? Das Trio hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ob sie es schaffen, aus der eher versteckten Harmonie ein harmonisches Zusammenspiel zu entwickeln, sehen Sie am 20. bis 22. Januar um 20 oder um 19 Uhr im Schawarusch-Theatersaal in Herxheim. Nähere Infos auf schawarusch.de. Moving Types, Lettern in Bewegung, eine Ausstellung über bewegte Buchstaben im Film von den Anfängen des bewegten Bildes bis heute.
Gezeigt werden Kurzfilme, Filmausschnitte, Werbeclips und Musikvideos mit historischen und aktuellen Beispielen. Darunter auch eine Oscar-prämierte Logo-Animation und Intros von Kinofilmen. Sogar die Außenfassade des Museums ist in die Ausstellung integriert. So kann jeder Besucher mit einer SMS selbst Buchstaben auf der Fassade zum Tanzen und Leuchten bringen. Moving Types – Lettern in Bewegung, noch bis zum 22. April 2012 im Gutenberg Museum Mainz. Nähere Informationen auf gutenberg-museum.de. Seit diesem Jahr sollen Berufstätige ihre Angehörigen zu Hause leichter pflegen können. Es gibt Gesetzesänderungen seit Beginn des Jahres und darüber möchten wir Sie heute informieren. Bei mir zu Gast im Studio ist Frau Roman von der Verbraucherzentrale Mainz. Schön, dass Sie da sind. Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, genauer gesagt. Sie beraten Menschen, die sich also durch diesen Gesetzesdschungel, sag ich jetzt mal, schlagen müssen. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Wir wollen jetzt mal eine kleine Schneise schlagen und versuchen, das auseinander zu klamüsern. Was hat sich denn verändert seit dem 1. Januar, was die häusliche Pflege betrifft? Ja. Am 1. Januar ist das Familienpflegezeitgesetz in Kraft getreten. Dieses Gesetz gibt pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, Pflege und Beruf leichter zu vereinen. Das heißt, also was war denn bisher anders im Unterschied dazu? Ja, also bisher gab es für pflegende Angehörige die Möglichkeit, die Pflege entweder neben der vollen Berufstätigkeit zu organisieren. Das ist natürlich häufig sehr schwierig, weil man eben viel Zeit auch für die Pflege aufwenden muss, viel organisieren muss, viel Rechtliches, Anträge stellen und so weiter und eben natürlich auch die tägliche Pflege schaffen muss. Dazu gab es seit 2008 die Pflegezeit, das ist das Pflegezeitgesetz gewesen. Da konnte man, wenn man in einem Betrieb mit mehr als 15 Arbeitnehmern gearbeitet hat, die Arbeitszeit reduzieren für ein halbes Jahr oder für ein halbes Jahr vom Job ganz aussteigen, also eine Auszeit nehmen. Ein halbes Jahr ist natürlich kurz. Das ist kurz, wenn's ja. Wenn es jetzt gerade zum Beispiel um ältere Familienangehörige geht, das ist ja so, dass die Pflege sich dann oftmals über mehrere Jahre erstreckt. Über viele Jahre unter Umständen. Deswegen war das auch nur eine kurze Übergangszeit häufiger. Und das Problem war eben, dass man in dieser Zeit kein Gehalt bekommen hat. Das heißt, da musste man sich selbst finanzieren, was die Sache für die pflegenden Angehörige häufig erschwert hat. Da wollte man jetzt quasi nachbessern und sagen, wir greifen den Pflegenden unter die Arme. Ja. Wie? Ja, da hat man daneben ein zweites Gesetz geschaffen. Das heißt jetzt nicht mehr Pflegezeitgesetz, sondern Familienpflegezeitgesetz. Und dieses Gesetz gibt die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, dass man für maximal 2 Jahre seine Arbeitszeit reduziert. In dieser Zeit der Arbeitgeber aber etwas mehr Gehalt als für die reduzierte Arbeitszeit bezahlt und dieses dann in der Zeit nach den 2 Jahren in der sogenannten Nachpflegezeit wieder ausgleicht. Das ist ein bisschen komplizierte Konstruktion, führt dazu, dass man nicht vollständig aus dem Beruf aussteigen muss, also auch einen Ausgleich zur Pflege hat. Und dass man eben immerhin einen Teil des Gehaltes behält. Jetzt haben wir ca. 1,6 Millionen Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Für wen trifft das denn zu? Auf wen trifft das zu? Die Regelung gilt ja nicht für alle, die pflegen. Also es trifft nur für Personen zu, die einen Angehörigen in der häuslichen Umgebung pflegen. Und nur, wenn es ein naher Angehöriger ist. Das also ist Mutter, im Gesetz Vater, ganz genau definiert. Ja, Eltern, Großeltern, Geschwister, Kinder, Enkelkinder, aber zum Beispiel Tanten oder Onkel, Cousinen oder auch deren Nachbarn, der vielleicht ähnlich in der Familie mitgelebt hat, den kann man mit dem Familienpflegezeitgesetz nicht pflegen. Das heißt mit anderen Worten, ich bekomme wie viel Prozent des Gehalts? Das kommt darauf an, inwieweit man seine Arbeitszeit reduziert. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, jemand arbeitet 100% und in der Familienpflegezeit reduziert er seine Arbeitszeit auf 50%. Also er nimmt eine halbe Stelle. Dann bekommt er in dieser Zeit aber nicht nur das halbe Gehalt, sondern 3/4. Also 75% Gehalt würde dann gezahlt. Das heißt, diese 25% legt der Arbeitgeber drauf? Genau. Und hat er damit dann nicht ein Risiko? Nein, denn dieser Ausfall wird abgesichert durch eine Versicherung. Die Familienpflegezeitversicherung ist schon wieder so ein kompliziertes Wort. Ja, stimmt. Das ist alles sehr kompliziert. Diese Versicherung ist dafür da, dass
der Arbeitgeber abgesichert ist, wenn der Arbeitnehmer aus irgendeinem Grund hinterher dieses Guthaben nicht wieder abbauen kann. Weil das Guthaben muss er abarbeiten, ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Allerdings frage ich mich, 2 Jahre ist ja im Prinzip auch keine Zeit. Oder ist das irgendwie statistisch begründet? Warum ausgerechnet 2 Jahre? Ja, das hat sich der Gesetzgeber so überlegt, dass das ja, es ist ja alles nur ein Anfang. Ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es, die Familienpflegezeit ist sicherlich nicht die Gemeinlösung, um jedes Problem in der Pflege zu lösen. Frau Roman, jetzt ist ja das Gesetz erst Anfang dieses Jahres in Kraft getreten. Ja. Gibt es schon Erfahrungen, wie die Arbeitgeber reagieren? Also zum Familienpflegezeitgesetz haben wir noch keine Erfahrung, weil es ja eben erst seit ein paar Tagen besteht. Aber bei der Pflegezeit hatten wir schon in der Beratung hin und wieder Arbeitgeber, die gesagt haben, sie möchten das eigentlich nicht. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Dabei hat der Arbeitgeber ja eigentlich kein Risiko. Es ist ja ein Darlehen quasi. Ja. Das ergibt, könnte man so sagen. Ja, also innerhalb der Pflegezeit wird ja dieses Wertguthaben aufgebaut. Das heißt, der Arbeitgeber bezahlt mehr, als er eigentlich bezahlen müsste für die geleistete Arbeitszeit. Nach den 2 Jahren schließt sich dann die sogenannte Nachpflegezeit an. Das heißt, der Arbeitnehmer, der arbeitet wieder Vollzeit, wieder 100%, bekommt aber weiterhin nur 75% seines Gehaltes. Und dadurch wird das wieder ausgeglichen. Mhm. Wenn ich jetzt weiter pflegen will nach diesen 2 Jahren, was mache ich dann? Also man kann die Familienpflegezeit nicht sofort wieder anschließen, sondern müsste dann erst diese Nachpflegezeit erfüllen. Danach könnte man wieder eine Pflegephase anschließen. Ansonsten muss man die Pflege irgendwie anders organisieren. Ja, das ist natürlich ein bisschen lebensfremd, oder? Wie beurteilen Sie das? Wie gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ob man damit die Pflege dauerhaft organisieren kann, ist eben die Frage. Ja, danach muss man eben sehen, ob dann ein anderer Familienangehöriger die Familienpflegezeit in Anspruch nimmt oder eben es eine ganz andere Form der Pflege dann gesucht werden muss. Ich habe einen kleinen Frosch im Hals. An wen kann ich mich denn eigentlich wenden, wenn ich Fragen dazu habe? Weil ich stelle fest, es ist doch eine Materie, die recht komplex ist, je nachdem auch, wie viel ich arbeite, ob ich eine 100%-Stelle habe, ob ich eine 75%-Stelle habe oder wie auch immer. Wende ich mich da am besten an Sie, an die Verbraucherzentrale? Ja, also unser Informations- und Beschwerdetelefon Pflege ist natürlich dafür da, auch solche Fragen zu beantworten. Ansonsten gibt es die Pflegestützpunkte, das sind Beratungsstellen vor Ort, die auch Hausbesuche machen und die Pflegebedürftigen und die Angehörigen so unterstützen. Frau Roman, dann hoffe ich, dass viele Menschen da die Gelegenheit bekommen, wenigstens ein bisschen Entlastung erhalten in der häuslichen Pflege. Danke, dass Sie da waren, dass Sie uns ein bisschen geholfen haben, da durchzublicken. Ja. Und das war's für heute von Gut gelebt. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie die Sendung noch mal anschauen wollen, können Sie das natürlich machen unter www.gutenberg.tv. Tschüss, bis zum nächsten Mal.